Willkommen, Freunde, zurück bei der Sendung mit der Maus. Heute zeige ich euch, wie man Fähigkeiten vergibt, wie man Fanale auf Podesten platziert und wie man eine Geisterfestung stürmt, einen Geistertempel, um ein Schwertstück herauszuholen. Wir haben erstmal ein bisschen was an neuen Fähigkeiten. Da hat es eben geblinkert. Achso, das waren die Runen schon. Das ist ja auch blöd. Das hatten wir ja alles schon angeguckt, ne? Was haben wir hier? Oh, wir haben eine passive Fertigkeit. Die werden wir uns gleich mal einschalten. Wir haben ein Pfund Fleisch. Das ist immer gut. Erhöht die Chance, eine Heilkugel zu finden. Und wir haben gnadenlos. Die kritische Gravel-Chance. Ja, komm, gnadenlos ist super. Wir sind gnadenlos. Und jetzt platzieren wir die Fanale auf den Pönalen. Zack. Jawohl. Hallo, Kumpel. Alle, gleich geht's los. Zack. So, hast du aufgemacht, ne? Danke. Ab in den überfluteten Tempel. Wir besiegen die Wächter im Inneren. Machen wir. Hier sind sie. Zack. Wir müssen wieder an den Beschwörer ran. Zack. Yeah. Ui, hier geht's aber los. Wie viele sind das? Gibt's hier noch Beschwörer? Bams. Hammer der Uhren. Hammer der Uhren. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da ist ein Gelber. Wer bist du? Esek, der Prophet. Oh, vorbeigesprungen. Verdammt. Habt ihr gesehen, wie Wiesel flink und schnell der ausgewichen ist? Zack, zack, zack. Was? Erhebt euch, meine Brüder, sagt er. Oh, wer seid ihr denn? Bruder Larell. Ihr seid ja wirklich Brüder. Ihr trotzt überhaupt nichts. Ich bin schwer verletzt. So, der erste ist down. Bruder Moog. Moog. Wir mögen dich nicht sonderlich. Bruder Karel. Wo ist deine Biene, die du meinst? Die nennt sich doch bestimmt Maya. Gott. Weil wegen Karel. Gott. Ne? Ist, ja. Hallo, Alex. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Ja, finde ich aber auch. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ein Halbgott in Weiß. Wir betreten nun unser größtes Heiligtum. Juhu, ein Heiligtum, ein Heiligtum. Ein Schein der Gunst. Zack. Dies war ein guter Ort. Ich kann es fühlen. Kannst du es fühlen? Uah, Magda. Hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda. Und wen hast du da mitgebracht? Geht gar nichts an. Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Mhm. Aber das spielt keine Rolle. Schon wieder die Kultisten. Dein Schicksal, mein Schicksal geht dich gar nichts an. Da hast du nichts mit zu tun. So, ihr Kultistenschweine. Jetzt gibt's erstmal mit dem Hammer der Urahnen einen drauf. Meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie steckt voller Lügen, glaubt ihr kein Wort. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Sie sagt, der Kampf war leicht. Ich musste den kämpfen. Du Stück. So, Gegner, die den Templer angreifen oder von ihm angegriffen werden, werden verlangsamt. Und lässt euch und den Templer Leben regenerieren. Das machen wir natürlich. Den Templer, den lege ich immer gerne auf Heilung aus. Deswegen nehme ich den auch so gerne mit, wenn man alleine spielt. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir. Aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Genau, zurück in die brennenden Höllen mit euch. So, das zweite Schwertbruchstück haben wir. Das bringen wir zum Onkel Deckard. Onkel, Onkel, guck mal, ich hab da was. Zack. So, die Magda, Lena. Guck mal, Deckard, was wir haben. Nee, nicht Lea, Deckard. Wir haben das zweite Stück des Schwertes. Wo soll ich nach dem dritten suchen? Ich
erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Alles klar, auf geht's zum Fährmann. Wir lassen uns nach Wertham übersetzen. Ja, ich denke, auf diese Art und Weise, wie wir hier spielen, geht schon ein bisschen was vom Spiel auch verloren, ne? Weil wir gehen ja wirklich nur die Hauptstory nach und versuchen nicht großartig irgendwelche anderen Dinge uns anzuschauen oder irgendwelche... Ja, alles überlegen. Oder irgendwelche Sidequests zu machen oder irgendwas uns zu holen an epischen Sachen und tollen Gegenständen. Aber, naja, ich denke, hat sowieso schon jeder irgendwie irgendwo schon mal gesehen. Und wir werden hier trotzdem einfach weiter der Story straight folgen. Vielleicht macht es das auch ein wenig herausfordernd, weil ich eben nicht so viele Gegenstände bekomme. Aber wir werden es sehen. Der Barbar an sich ist sowieso, naja, also im Vergleich zu vielen anderen Charakteren oder anderen Klassen hier in Diablo etwas schwächer, finde ich persönlich. Ich habe alle schon mal gespielt. Ich benötige eine Fähre nach Wertham. Genau. Und der Barbar kriegt halt sehr stark aufs Mütz. Aber seht euch vor, aus dem Dorf steigt Rauch auf. Ja, dann fahr uns doch mal rüber, Kumpel. Wertham. Sie zerstören so. Die Stadt. Flieht, was? Solange ihr noch könnt. Flieht, ihr Narren. Den Gag hatten wir auch schon mal, ne? So, die Stadt brennt, die Kultisten sind unterwegs. Fiesen Fanatiker. Ja, Bums. So, wo ist der nächste Fanatiker? Zack, da ist er. Zack, zack. Oh, da ist ja noch einer. Die mischen sich immer unter meine Gruppe, sodass ich denke, dass sie zu mir gehören. Aber dabei tun sie es gar nicht, ne? Bams, bams, bams. So, geplatzte Kultisten sind gute Kultisten. Zack, oh, hallo. Wo seid ihr, Hexe? Hier. So, Magda. Das geht noch nicht. Was, der hat mich abgeblockt? Der hat meine Kette geblockt? Was bist du für einer? Block mich nur einmal, dann gibt's hier aber mal ein mächtiges Fund. Oh, der schießt Feuerbälle. Das ist ein Hexer, ein Hervorrufer. Zack, zack. Hey. Wo ist überhaupt Lea, die alte Schrapnelle? Da kommt sie angerannt. Weißt du, wenn alles erledigt ist. Mehr Zeit. So, jetzt wenige Gegner sind, kann man sich auch immer ein bisschen Zeit lassen. So, das ist also insgesamt alles in allem... Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Okay. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Ja. Da ist er schon hinüber, ne, der Kerle. Es ist alles in allem etwas unausgewogen. Blizzard tut ja immer viel mit Patches und macht und tut. Aber ich finde insgesamt... Diablo ist ziemlich unausgewogen. Ja? Auch gerade was die Gegenstände angeht, die man so finden kann, dass die gelben einfach meist schlechter sind als die blauen, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum das so ist. Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Willst du dir nicht vorenthalten? Ich will es dir durch die Kehle ran. Da hinten ist ein Gelber, ein Gelber, ein Gelber. Oh, hier sind so viele, es sind so viele. Hammer, Hammer, Hammer der Uhr. Zack, zack, wir müssen erstmal welche auslöschen. So, wer bist du? Du bist Ursel Mordreck. Hüpfen, Kette. Boah, Ursel. Du hast einen komischen Namen, Kumpel. So viel ist mal klar. Fanatiker, tötet die Fanatiker. Cormac, mach dich nützlich. So ein Fanatiker, Platz auf. Ursel, jetzt bist du dran. Zack. Was kommt da? Boah, dunkle Berserker. Eieiei. Der ist nicht dort drüben, der ist hier, Cormac. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich bin schwer verletzt. Das macht nichts. Wir haben ihn kalt. So, die Urahnen segnen mich noch ein bisschen. Wo schubst der mich denn hin? Hör auf, mich zu schubsen, Junge. Sonst klatscht gleich aber kein Feinfall. Echt jetzt, ich sah es dir. Hör auf zu schubsen. Mir gefällt nicht, wie der Schuft Lea ansieht. Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas zustößt. Natürlich. Schuft ist doch gar nicht hier. Wir sind ehrbare Männer.
ihr und ich. Wer sagt das? Kennst mich doch gar nicht. So, mein Freund. Da gibt's eine Quest. Wer bist du? Du bist ein Priester. Ich suche das Heft eines Schwertes. Es ist vom Himmel gefallen und leuchtet mit seltsamer Magie. Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ja. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. So, zeig mal, wo geht's lang? Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Ja, mach's gut, Lea. Hier in den Keller der Kapelle, da gehen wir jetzt hin. Virgil! Virgil, wo bist du? Virgil. Verdammt! Es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Nein! Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Magda, ich komme zu dir und ich werde dir den Kopf abreißen. Ich schwöre es dir. Wir müssen nach Neu-Tristram. Deckard Kains Haus ist dieses hier. Dort gehen wir hin. Was zur Hölle geht hier vor? Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Nein. Deckard Kane ist tot. Die fiese Hexe hat unseren Engel entführt. Er ist also ein Engel, der Fremde. Und wir haben sein Schwert. Magda hat es nicht bekommen, aber sie hat ihn geholt. Wir müssen hinter Magda her und müssen den Fremden zurückholen. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Engel oder Mensch, wir müssen ihm sein Schwert wiedergeben. Es wird seine Erinnerung wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wortham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich bin bereit für sie. Oh ja, allerdings. Und meine kleine Sichelchen neben auch. Und die werde ich ihr in den Kopf rammen von oben, so wie der Brainbug es tut. Ach Mensch, Leute. Magda hat den Engel. Deckard Kane ist tot. Wir müssen Lea helfen. Aber erst gucken wir hübsch in die Wuselkiste und gucken, ob wir... Was machen denn diese Stiefel hier in der Kiste, bitte? Was soll denn der Schiss?
ob wir in der Kiste irgendwas finden, was uns nützlich sein könnte. Eine schöne Hose. Mit Magic Find und Radius. Doch, ist nicht so schön. Naja, die lassen wir mal drin. Handschuhe mit Magic Find. Okay, lassen wir auch drin. Habe ich denn irgendwas, was nützlich ist hier drin? Seltene Handschuhe mit weniger Leben und mehr Schutz. Angriffsgeschwindigkeit um 2% erhöht, 3 Int. Nee, lassen wir auch in der Kiste liegen. Kann man vielleicht alles noch brauchen. Ne? Okay, was gibt es noch? Können wir uns vielleicht eben schnell was schmieden? Stufe 29, ja wunderbar. Stufe 57, ja ich habe schon ein bisschen was freigespielt. 16, irgendwas Gelbes, was wir uns schmieden könnten. Zack, zack, ah guck mal, bei der Herstellung berücksichtigte er schon, welche Teile wir da haben. Auch sei es nur in der Kiste drinne. Schultern könnten wir uns machen. Das machen wir. Herstellen. Und er nimmt sogar das Material, das wir brauchen, aus der Kiste raus. Das ist für mich eine Neuigkeit. Die wusste ich noch nicht. Wenn ich sie nicht im Inventar habe, sondern in der Kiste, können wir sie... Geschicklichkeit. Puh, machen wir nochmal. Kommt's ja. Ich will irgendwas mit Stärke oder Vitalität drauf. Vitalität. Vitali. Wir brauchen eine Karte. Ich brauche keine Karte. Ich kenne den Weg. So, haben wir schöne Schultern. Haben wir Stiefel. Nehmen wir uns mit. Den Restranz verkaufen wir an den Händler. Und in der nächsten Folge, liebe Freunde, werden wir uns in das Hochland begeben und werden Magda jagen. Bis dahin. Tschüss.